So, mal gucken. Naja. So. Genau das ist das, was nicht passieren soll. Naja. Ja, wieder doof. Na, schon besser. Schön gecrashed. Zack. Naja. Irgendwie. Ich glaube, ich brauche hier mehr Objekte. Ja, Pets Dispenser. Schöne schwimmende Schiffe. Sauber. Komm mal die Kante her. Ja, interesting. Ups. Okay. Nochmal. Jo. Na komm schon. Ja klar. Das war wieder klar. Bang. Ein großes Problem von Physik Engines ist, dass die alle Rigid Bodies nehmen. Wow! Und Rigid heißt nun mal eben kein bisschen Toleranz. Super feste Objekte. Ja, okay. Nicht schlecht. Ding, 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 Klatsch. Genauso auseinanderspritzen könnte ruhig öfter passieren. Mal richtig die Kante treffen hier. Ah, fast. Halt, mein Objekt. Da geblieben. Crash. Na, so. Ja. Nochmal. Düng, düng, düng. Eins links, eins rechts, eins links, eins rechts. Wunderbar. Ja. Mal wieder nicht ganz so toll. Boom. Jo. Ja, das darf auch mal passieren. So. Jawohl, naja. Das ist halt echt das Doofe. Wenn sich sozusagen die Aufprallenergie durch den ganzen Zug hindurchzieht und dann einfach alles stehen bleibt, ist natürlich vollkommen unrealistisch. Also irgendwie müssten diese Bodies eine leichte, weiche Weichheit haben, damit sie sich ein bisschen zusammenziehen können, damit sie vielleicht so ein bisschen die Objekte sich gegenseitig penetrieren können, damit sie dann von der Physik Engine wieder auseinandergetrieben werden. Also was passiert, wenn ich. Hier kann ich das schlecht zeigen. Wenn man quasi dieses Objekt reinsteckt, dann gibt es mal so eine explosive Energie. Genau das wäre natürlich wünschenswert. Bang.
So, Frontalzusammenstoß. Ja, gut. Auch nicht schlecht. So, jetzt noch mal von daneben. Na, das Objekt ist doch etwas schwer. Und wenn ich es greife, ist es zu leicht, damit es sich auch verschieben lässt. Okay. Kollision von der Seite. Mal gucken. Ja. Nochmal. Na gut.